Hallo, hallo, der Igel ist wieder da und überaus froh, dass ihr ihm wieder zuhört. Ist das nicht toll? Die Musik gefällt mir irgendwie so ganz, ganz doll. Keine Ahnung, das ist dumm, aber mir auch egal. Ich fahr jetzt los. Ja, wir steigen auf unsere Tyrannosaurusse. Eigentlich hätte ich das ja auch wegschneiden können. Aber dann hättet ihr auch meine schöne Begrüßung nicht hören können. Und das wäre ja irgendwie schade drum gewesen, wa? Nee, ach ja, aber die Kämpfe, Ach, wisst ihr was? Da die Folge gerade erst angefangen habe, kann ich euch einfach mal einen Kampf zumuten. Und einen muss ich leider machen. Nee, gar nicht wahr. Wieso dachte ich denn das gerade? Bin ich doof? Okay, da müsst ihr jetzt durch. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen was so vom Spiel sehen. Ich schneide ja sonst schon immer alles weg, was unnötig ist. Und, naja, ein bisschen schneller können wir es ruhig schon machen, ne? Da sitzt du rum, wie so eine asoziale Dreckshure. Wie eine nette Frau. Was bist du denn? Aha, ihr wart im Land der Magie. Nun, da die Lichtsäule versiegelt ist, braucht ihr eine Art Zeitmaschine. Ich erinnere mich an jemanden, der eine solche baute. Er nannte sie die Flügel der Zeit. Ich fürchte allerdings, er wurde ein wenig verrückt, weil er so viele Nachforschungen anstellte. Aha. Okay. Wir wollen dann in die richtige Zeit. Und das ist die hier. Nein. Dann ist es die hier. Ja. Haben wir da nicht einen anderen schönen Weg? Nein, okay. Okay. Ich bin in der Protokuppel. Und die Protokuppel ist das hier. Das ist diese wunderschöne Kuppel, die wir schon alle mal gesehen haben. Bin ich eigentlich geheilt? Au! Au! Help, Junge. Immer Hunger nochmal. Völliger Schwachfuchssinn. Aber wir müssen das jetzt erstmal so hinnehmen. Gehen wir jetzt einfach mal weiter und testen mal, was es hier unten so gibt. Wo sind wir? Ah ja, okay. Und dann werden wir jetzt ein paar Sachen ablaufen. Wir werden mich alle Domes nochmal ablaufen. Zunächst angefangen, das ist kein Dome. Ach Gott, wir müssen wieder zurück. Ich glaube, wir müssen racen. Muss ich jetzt echt racen oder kann ich einfach so zurück? Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen, ehrlich gesagt. Ha, wir werden sehen. Aua. Echt? Muss ich doch? Wichtig ist es, richtig zum richtigen Zeitpunkt am Ende einzusetzen. Das kennen wir ja schon. Okay. Dann ist der Rest nicht so schlimm. Ja! Wuhu! Ein ekelhafter Scheiß. Nächstes Mal mach ich das. Du schlägst mir, glaube ich, aber ich werde die Orange haben. Komm nur, wir rasen, Baby. Ich glaube, es ist sowieso das letzte Mal, dass wir es überhaupt machen müssen. Das einzige Mal, dass wir es überhaupt machen müssen. Muss ich jetzt die ganze Scheiße wieder zurücklaufen oder was? Ne, Moment mal. Ja doch, in dem anderen Dom ist auch noch was. Das ist der Ares Dome, die Ares-Kuppel, und das ist der die Kanalisation. Da muss ich jetzt auch gleich durch. Aber ich werde das andere Ding auch nochmal durchlaufen. So, okay. Als erstes wollen wir mal hier rein. Weil hier gibt es auch noch was. Zu holen. Und zwar. Hä? Wo war denn das jetzt? Ich verstehe das nicht. Oh nein, ich muss da runter. Blöd. Na gut, dann gehen wir da jetzt runter. Oh. Oh. Oh, nicht kämpfen, ey. Habe ich jetzt echt keine Böcke drauf. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Flachs. Ahaha, ich bin durchgekommen. Ohne Fight-Ziel, was geht denn? Aber ich habe keinen Bock, gegen so sauschwache Gegner zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig latsche, ey. Wenn ich jetzt hier falsch latsche, ich kacke mir an die Hände, ey. Oh, Leute, ey. Das ist hier echt auch echt nur scheiße, ey. Moment. Hier war ich falsch. Aber ich bin schon richtig gelaufen. Also zumindest fast.
Die letzten paar Meter waren nicht ganz korrekt. Das ist aber etwas, mit dem ich irgendwie ein bisschen leben kann. Weil ich muss hier lang und hier lang und hier, guckt euch diese Wand an. Und ich kriege die jetzt auf. Das Amulett beginnt zu leuchten. Bim, 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 bim. Eine Lichtrobe erhalten. Ein Elixier erhalten. Ein Schlagring erhalten. Und einen goldenen Ohrring erhalten. Und eine Kraftpille. Wollen wir uns diese Objekte doch mal angucken? Ja! Gut, Kraftpille, Attacke plus 1 ist klar. Magiepille auch. Kriege ich beides da aus. Wegen geil. Hier haben wir die Lichtrobe. Magische Verteidigung plus 5, nicht schlecht. Treffer plus 10 und 50% maximale LP. Ah ja. Ich mache sowieso schon mehr LP jetzt hier, weißt du, ey. 50% mehr maximale LP, ja. Die einzigen maximalen LPs, die jemand macht, sind die von Funk, weil das sind eher Maximilians LPs. Ach, egal. Na gut, ich laber zu viel Quatsch. Ich muss mal wieder raus hier. Ja gut, ich bin auf jeden Fall richtig gelatscht und guck mal, ob ich den ganzen Weg jetzt wieder schaffe, ohne irgendwelche Kämpfe bestreiten zu müssen. Der soll aufhören zu flattern, der nervt. Nein. Durch, 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 durch und weg. Danke, meine lieben Freunde. Es war wunderschön, mit euch Bekanntschaft zu schließen. Nicht. Die blöden Ratten nerven, weil ich bin hier so ein bisschen langsam. Okay. Gut. Ja, in jedem dieser Domes gibt es nämlich eine von diesen versiegelten Türen. Und auch die versiegelten Truhen kann man natürlich aufmachen, die es allerdings nicht in der Zukunft gibt. Hier gibt es nur die Türen. So wie in der Vergangenheit. Irgendwie seltsam, nicht wahr? Richtig. Aber egal, wir wollen uns darum nicht weiter kümmern. Wir nehmen das jetzt einfach mal ganz klassisch hin und tun so, als wäre nichts gewesen. Oh, da wir aber erstmal zurück müssen, damit wir da hinkommen, das ist ja ein bisschen doof. Das war auf jeden Fall der Ares Dome. Der Ares Kuppel, ne? Es gibt 4 Domes auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt durch Lab 16 und da das echt langweilig ist, schneide ich da draus. Und dann habe ich mir überlegt, ach Quatsch, ist ja Blödsinn, da kann ich gleich immer noch hin. Weil das, was jetzt kommt, ist jetzt kein großes Ding. Das kann ich auch danach machen. Oder Moment mal, nein, kann ich nicht. Arr, ich hab's vergessen. Ah, das ist ja erst später. Okay, gut, dann mache ich das mal doch erstmal. Auf der anderen Seite von Lab 16 angekommen, wurden mir mittlerweile 4 Tonics geklaut, weil ich da durchgerusht bin. Hier sind wir damals reingekommen, hier gibt's auch eine Wand. Das Amulett beginnt zu leuchten. Und hier finden wir Dinge wie eine Superfalle, ein Äthervoll und ein Geldbeutel. Was natürlich eine wundervolle Erfahrung ist. Ja, interessiert keinen. Okay, dann gehen wir in den nächsten. Und auch hier gibt es, habt ihr Geld? Ja. Das soll Geld sein, aber ich habe jedenfalls Sachen. Guck mal, da können wir altes Scheiß kaufen. Hm, ja, ein paar Tonic Mates? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Alt genug. Und Tonics benutzen wir eh nicht mehr, also scheißegal. Die können sie mir klauen wie die Hölle. Lohnt sich einfach nicht. Ist einfach zu billig und bringt zu wenig. Geld sparen, irgendwie zahlt es sich aus, ist mein Motto. Ja, darf ich mal? Dankeschön. Das Amulett beginnt zu leichten. Ah, okay. Das war der. Ist das essbar? Ihr bringt Licht in Leben. Nein, ehrlich, okay. Okay, ich bin hier drin. Und hier gibt es eine Goldnadel, ein Äthervoll und eine Magiepille. Ja, eine Goldnadel, eine Magiepille und irgendeinen anderen Scheiß, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ein Geldbeutel, genau. Erfahrung wird Geld. Achso, das kann ich einsetzen, dann kriege ich keine Erfahrung mehr, sondern das wird in Geld umgewandelt. Auch nett, wenn man keinen Bock auf Erfahrungspunkte hat, was ich nicht verstehen kann. So, die Goldnadel, 75% weniger MP-Verbrauch, ist kurz gesagt der beste Gegenstand dieses Spiels. Schlicht und ergreifend. Zurzeit macht das noch nicht so auffallen, ja? Aber ich habe jetzt gerade durchgelaufen und habe einfach bei jedem Kampf einfach... Ja, das ist ein Lag. Ich werde ihn deswegen auch noch nicht verwenden. Aber das... Ach, Quatsch. Ach, ich kann doch einfach in den Enton gehen da. Ah, Mann, was tue ich hier einfach für einen ekelhaften Scheiß? So. Was haben wir hier noch so?
Was haben wir hier für einen Scheiß? Bronzehelm? Okay. Habt ihr irgendwas, was ihr noch ausrüsten könnt, was besser ist als der Scheiß? Ich hab doch diese Lichtweste. Ja, können wir wahrscheinlich nur die Damen ansetzen. Das ist ja, Also, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt gerade den besten Gegenstand des Spiels jetzt schon erhalten. Allerdings ist er jetzt noch nicht ganz so nützlich, muss ich... Oh, ich wollte doch in den Enton gehen. Mann! Enton! Enton ausruhen? Ja. Enton! Pika! Okay, aber der Hunger bleibt. Ich habe gar keinen Hunger. Bin gerade erst angekommen hier, weißt du, haben vorher noch schön geschmaust, ey. Das ist hier gar kein Ding. Überall gab's Dino-Fleisch, Junge. Ja. Achso, wir waren nur noch in der Land der Magie. Ach, da war auch schön. So, okay, und jetzt gehen wir nochmal hier durch. Bis gleich. So, Leute, ich bin auf der anderen Seite. Hab mal die Zeit genutzt, direkt nochmal in den Enteron zu gehen, um mein Zeug wieder aufzufüllen. Und natürlich auch, zu speichern. Und gehe jetzt in die Kanalisation, die ich auch wieder wegschneiden werde. Na gut, bis gleich. Okay, ich bin einfach reingegangen, kam hier wieder raus. Nee, stimmt nicht. Ich hab natürlich geschnitten, ihr Schweine. So, und wir gehen in die... ins Hüterverlies. Keeper's Dome. Und hier haben wir einen Gnu. Selbst obgleich das Programm des Weisen war, seine eigene Eloge. Bald werde auch ich für immer schlafen können. Aber zuerst muss ich etwas tun. Programmfehler, meine Speicherbänke sind defekt. Na, schlecht. Kabum. Nix geht mehr. Wo ist der alte Sack? Nix geht. Okay, gehen wir hier rein. Das Amulett schimmert. Wir gehen hinein in unsere Höhle. Oh Gott, hä? What the fuck? So viele Sachen, schön. Wer immer die Tür geöffnet hat, höre nun zu. Ich bin Balthasar, Guru der Vernunft. Ich lebte einst im Königreich des Eifers, von wo mich ein großes Unglück in diese Ära warf. Zu meiner Überraschung ist Lavos hier und vermutlich auch in anderen Epochen. Vor Eonen kam Lavos vom Himmel herunter. Er grub sich tief in den Kern des Planeten ein und begann ihn zu verbrauchen und wurde stärker. Ja, darf ich jetzt nicht weiterlaufen? Danke. Lavos verschwand kurzzeitig, als er von einem mächtigen Zauberer, der um das Jahr 600 in Gardia lebte, gebannt wurde. What? Im Jahr 1999 wird er das Land verschlingen und vom Todesgipfel aus regieren. Lavos wird sich vervielfältigen und wie ein großer Parasit unsere Welt verbrauchen. Ich war gezwungen hier zu leben und setzte meine Verarschung... Ich setzte meine Verarschung über Lavos fort. Aber ich werde alt. Und es ist unmöglich, in solch schweren Zeiten nicht verrückt zu werden. Aber bevor dies geschieht, werde ich meine Daten sowie mein Lebenswerk schützen. Ja, wir gehen mal weiter. Ich sehne mich danach, nach Hause zu gehen. Aber ich bin gebrechlich geworden. Also werde ich euch, die ihr die Tür geöffnet habt, die Dinge anvertrauen. Nur durch die Beherrschung der Zeit könnt ihr Lavos beikommen. Okay. Die Chancen stehen nicht gut, aber ihr seid wahre Helden. Ihr müsst die Welt retten. Öffnet nun die letzte Tür und nehmt, was ihr dort findet. Meine letzte Erfindung, die Flügel der Zeit. Flügel, cool. Das Amulett schimmert. Das sind die Flügel der Zeit. Wow, okay. Einfach eine große Maschine. Die Flügel der Zeit, ich habe schon davon gehört. Eine Zeitmaschine? So ist es. Steigen wir ein. Na? Na denn nicht, leck mich doch. Wow. Da kommt der Nu an. Wo auch immer der herkommt. Seltsame Kreatur. Hab ich euch erschreckt? Ich bin's, Balthasar. Ich habe mein Gedächtnis in dieses Ding kopiert. Gut, nicht? Kapiert? Wie auch immer. Ich sollte vielleicht etwas erklären. Und zwar das Zeitreisen. Drücke Y-Knopf für das Chronometer. Wähle dann mit den Knöpfen L und R eine Ära. Ach ja, möchtet ihr, bevor ihr geht... ja. Meine Maschine nicht einen Namen geben? Wir nehmen einfach mal den Standard. Epoch!
Und los geht's! Willst du das Ding nicht noch reinschieben? Ich lasse gerade Anleitung zur Benutzung der Zeitmaschine. Y-Knopf zeigt euch das Parameter an. Eine Zielzeit kann dann mit den Knöpfen L und R sowie dem Steuerkreuz gewählt werden. Mit A-Knopf könnt ihr ein- und aussteigen und die Zielzeit bestätigen. Ende der Nachricht erweisen. Das weisen. Ja, schieb das Ding endlich mal rein da. Achso, ich muss mich da unten reinsetzen. Ah. Murmel, Murmel, abfliegen. So, jetzt können wir natürlich ans Ende der Zeit. Ins 1999, da wo die Apokalypse ist, wenn ich dahin fliege, beginnt sofort der letzte Endbosskampf. In die Gegenwart im Prinzip ins 600, mittlere Ära, ins 1012, also 1012 genau, 12.000, vorher ist dunkle Ära und 65 Millionen Jahre in der prähistorischen Zeit. Das sind auch alle Zeiten, die es gibt. Sind natürlich den insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, wobei natürlich das Ende der Zeit eher so ein, naja, Bonus ist, weil er ja eigentlich nicht sonderlich sinnvoll ist jetzt eigentlich, also ist es nur mal ab und zu, dass du kriegst von den Typen Tipps und am Anfang halt, um alle möglichen Bereiche zu erreichen. Warum fliege ich jetzt zuerst in die mittlere Ära? Was geschieht jetzt? Sogar in meiner Zeit hatten wir nicht Geräte wie diese Epoch. Kann so etwas? Und ich erreiche diesen Ort. Warum ich hier hin möchte, erfahrt ihr jetzt. Denn was wir jetzt tun werden, ist Sachen abklappern. So, sorry, ich wusste gerade. Wir laufen jetzt nämlich die Truhen ab. Ja. Die ist auch schon. Okay, das war's. Die nächsten werden wir jetzt ablaufen? Wie heißt dieser Town hier? War das? Ja, Laden? Wohnhaus? Dorino-Stube? Ich glaube, das ist falsch. Wenn, dann ist es auf jeden Fall ein Inn. Laden, was war noch? Ältestenhaus? Oder war es hier schon? Gucken wir einfach mal. Nein, hier gibt es nichts. Dann war es unten. Okay. Ja, ich muss runterlaufen. Ist das nicht so langweilig? Oh ja. Okay. Hier gehen wir rein. Okay. So, ich versuche die rechte Truhe zu öffnen. Etwas darin reagiert auf das Amulett herausnehmen. Wieso werde ich auf einmal gefragt? Dann sage ich doch mal nein. Und hier? Nein. Ja, ich lehne hier ab. Warum erkläre ich in wenigen Minuten? Ich gehe jetzt erstmal weiter, weil ihr den Weg kennt ja eigentlich alles schon. Das schneide ich mal ein bisschen. Gut, ich bin hier bei der ersten, beim ersten Dorf. Und hier gibt es natürlich auch etwas zu finden, und zwar das hier. Die Kiste ist seit Generationen in der Familie. Öffnet sie. Und etwas reagiert auf das, was da draußen. Nein. Wenn ich gefragt werde, dann lasse ich es. Das ist seltsam, nicht wahr? Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich tue es anscheinend. Komisch. Ja, hier kann ich jetzt mal reingehen. Die Gegner sind natürlich jetzt nicht mal mehr für voll zu nehmen. Nehmen wir nicht, hier war das nicht. Nein, das war oben rechts. Ja, rechts oben war das. Hier ist nicht rechts oben. Es geht noch weiter nach oben. Und da kommen Gegner gleich. Ich sehe es schon vor mir. Ich will es ausweichen. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ja, es gelingt mir relativ gut. Und hier ist die Truhe. Plopp, die geht gleich auf. Eine Hasspille. So, und ja, genau, Moment, eine gibt's noch. Hey. Und zwar in der Castle. Da komme ich allerdings zur Zeit, ja. Ach, ich erkläre ja gleich, woran es liegt. Und und hier bist du sein. Nein, hier. Ah, falsche Seite, scheiße. Okay, nochmal. Gleicher Versuch, neuer Versuch. Nicht gleicher Versuch, gleicher Versuch wäre seltsam. Wir probieren jetzt erstmal die andere Seite aus. Diese wird uns nämlich, nein. Nein. Immer noch nein. What the fuck, wo ist die denn jetzt hin? Die müsste doch hier irgendwo sein.
Kann natürlich auch in einem der anderen Gänge sein, aber ich dachte, die wäre hier oben. Jetzt bin ich etwas leicht verwundert, aber das soll euch nicht weiter stören. Ich bin halt immer etwas wunderlich. Wo ist denn unsere Truhe? Ihr seid alle schon ganz gespannt, warum ich die Truhe nicht mitgenommen habe und ich kann euch es nicht sagen. Obwohl es nicht mehr lange dauern würde, bis ich es euch sagen kann. Meine Fresse. Hä? Doch, hier gibt es eine Truhe. Die muss da oben sein. Ich bin völlig verwirrt. Bin ich blind gewesen? Definitiv eine Truhe. Das weiß ich 100 pro. Ey, blöd, ey. Nein. Nein. Doch. Und ich werde wieder gefragt. Nein. Gut. Ja, das ist jetzt alles, was ich zurzeit erreichen kann. Es gibt noch mehr Truhen, auch in dieser Zeit hier vor allem. Es gibt nur Truhen in dieser Zeit, in 1000 und in 2300. 2300 haben wir schon abgeräumt, da gibt es nichts mehr. Hier gibt es allerdings noch solche Sachen, da an die ich nicht rankomme zurzeit. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück zu meinem geilen Zeitmaschinen-Dingsbums rennen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schon sind wir in 1000 AD. Auch wieder an der gleichen Stelle, gleiche Länge, gleiche Welle, irgend so was, keine Ahnung. Und, ja, was soll ich dazu großartig sagen? Wieder gehen wir an die gleichen Stellen, weil wir sie nicht geöffnet haben, liegen sie auch immer noch hier. Und weil wir sie angefasst haben, Dankeschön. Na, Digga, was ist los? Alle sagen, Papi ist gierig, sie lügen, oder? Nein, am Recht. Kriege ich hier bessere Items. Schneeweste wurde stärker, Schneerüstung halten, ja. Und was ist das hier? Schwarze Weste wurde stärker, schwarze Rüstung erhalten. Ja, das kann ich auch gleich mal demonstrieren. Die ist sogar noch eine ziemlich gute Rüstung für zurzeitige Verhältnisse. Und ich kann mich damit zum Beispiel gegen Schattenangriffe oder gegen Schneeangriffe komplett immun machen. Klingt geil, ist es auch. Und ich werde jetzt einfach mal die Gewitterdinge mir geben. Und meinem lieben Frog, der kriegt die schwarze Rüstung. Ja, das klingt vernünftig. Und dann können wir im Robo mal gucken, ob wir nicht noch was Besseres für ihn haben. Der Mesopanzer... aber der macht ein bisschen magische Verteidigung runter. Wir scheißen drauf und nehmen den Mesopanzer. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig jetzt. Gut, das sind unsere ersten Gegenstände, die wir holen. Aber es waren noch mehr Gegenstände, die, ja, geleuchtet haben, aber nicht gleich zu öffnen waren. So viele waren es bisher nicht. Es waren bisher 4 Truhen. Und zwar, da ist noch eine da oben in der Stadt, Truth. Und eine in der Guardia Castle. Jetzt überlegen wir mal, was das letzte Mal war, wo wir die Guardia Castle betreten wollten. Das war nicht so ganz der Hit. Friedensstube ist richtig. Daher weiß ich nicht, ob ich jetzt überhaupt schon reinkomme wieder in den Scheiß. Aber, naja. Diese Kiste ist ja ganz schön, öffnet sie und der Inhalt gehört dir. Uhu. Blaue Weste wurde stärker, blaue Rüstung erhalten. Ja, eigentlich war ich ziemlich blöd. Denn Robo kann ja natürlich die haben. Wow, blockt Wasserangriffe. Ja, wir haben jetzt gegen Wasserimmunität, gegen Blitze, warum die allerdings Schneerüstung heißt. Muss ich nicht verstehen, nicht wahr? Ich werde jetzt trotzdem mal in den Forest gehen. Warum, lässt sich ganz leicht erklären. Auch hier gibt es eine Truhe, allerdings keine, die sich verbessert, sondern einfach nur so eine normale Scheißtruhe. Hier gibt es natürlich auch die schwächsten Gegner des Spiels und ich bin falsch gelaufen. Ich laufe an diesem ekelhaften Ding vorbei, versuche hier mich dran vorbeizuschleichen, was mir fabellos gelingt. Und gehe hier nach ganz rechts. Blöd. Komme ich ja gar nicht hin. Da war die Truhe aber. Na gut. Und gehe mal hier ins Schloss Guardia. Mehrere Terroristen! Los! Mehrere Terroristen weg! Okay, an diese beiden Sachen komme ich dementsprechend noch nicht ran. Das ist natürlich etwas schade. Allerdings können wir da jetzt nicht gegen tun und werden das auch nicht. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück. Aber jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, wenn ihr euch ein bisschen mit Zeitreisen beschäftigt habt. Moment mal. Moment mal. Du hast jetzt die Truhen in 600 zugelassen. Aber, und in 1000 geöffnet. Wenn du jetzt wieder zu 600 zurückreist... Was befindet sich denn in den Truhen? Das werden wir jetzt hier rausfinden.